Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Mit Strom, Erdgas, Wärme sorgen wir für Ihr Wohlbehagen. Aktuell das regionale Abendmagazin. Heute im Studio Udo Rupp-Kalbis. Willkommen zur Donnerstagsausgabe von Tag Aktuell. Wir haben folgende Themen für Sie zusammengestellt. Unter anderem dabei GUB Ingenieur AG weiht neues Labor ein. Außerdem Globus gewährt Einblicke hinter die Kulissen der Trefferia. Und internationales Jahr der Genossenschaften geht zu Ende. Und hier sind die Themen des Tages im Einzelnen. Die sächsischen Lehrer sind wieder im Warnstreik. Die Pädagogen fordern mehr Stellen, bessere Bezahlung und die Schaffung einer Altersteilzeitregelung. Morgen soll in Leipzig, Bautzen und Zwickau gestreikt werden. Vom Arbeitskampf betroffen sind in erster Linie Grund- und Mittelschulen. An den beteiligten Einrichtungen ist eine Notbetreuung eingerichtet. In Zwickau findet um 11 Uhr eine Kundgebung auf dem Georgenplatz statt. Erst im September hatten in Sachsen etwa 18.000 Lehrkräfte wegen dieser Forderungen gestreikt. In der Zwickauer Katharinenstraße hat die GUB Ingenieur AG heute ihre neuen Geschäftsräume eingeweiht. Damit haben sich die Arbeitsbedingungen für die hier Beschäftigten deutlich verbessert. Zur Einweihung des neuen Labors waren heute zahlreiche Geschäftspartner und Kunden der GUB Ingenieur AG erschienen. Auch Vertreter der beteiligten Handwerksunternehmen waren dabei. Vermieter ist die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau. Das Unternehmen hat für Sanierung und Einrichtung des Gebäudes rund 75.000 Euro netto investiert. In Sachen Vermietung für Gewerbe in der Innenstadt ist die GGZ mittlerweile sehr zufrieden. Wir haben als Zwickauer Vermieter einen Großteil auch in der Innenstadt an Gewerbefläche. Neben der Barmer beispielsweise oder Kressmoden ist die GUB einer der größten Gewerbemieter von uns. Und wir haben eine Vermietungsquote im Gewerbebereich bei 97%. Der Geschäftsführer der GUB Ingenieur AG ist stolz auf die Entwicklung, die sein Unternehmen allein in diesem Jahr erlebt hat. Das unterstrich er nochmal am Rande der Feierlichkeiten. Ja, wir haben also unser Unternehmen 2012 doch ein Stück erweitert. Am Hauptstandort hier in Zwickau haben wir neue Räumlichkeiten bezogen. Wir haben also hier 10 neue Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben insgesamt natürlich eine ganze Menge getan, was die Technik betrifft, was die Bedingungen betrifft für unsere Mitarbeiter, Sanitär und so weiter, sowohl für die Kollegen, die draußen im Gelände arbeiten, als auch für die Kollegen hier im Labor. Wir sind ein zugelassenes, akkreditiertes Labor und haben das natürlich jetzt mit den entsprechenden Räumlichkeiten und dem entsprechenden materiellen Hintergrund belegt. Wir haben insgesamt die Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter verbessern können. Wir haben eine entsprechende Vergrößerung der Räumlichkeiten und sind für die nächsten Jahre gut gerüstet, haben aber gleichzeitig, sage ich mal, insgesamt die GUB Ingenieur AG erweitert. Wir sind also in die Sanierungsbergbaugebiete im Ruhrgebiet mit einem neuen Büro in Dortmund seit einem Vierteljahr und mit einem Büro im Saarland, wo es also im Prinzip darum geht, die Altlasten des Steinkohlenbergbaus mit zu sanieren. Wir haben dort die ersten Aufträge und fassen dort ganz gut Fuß. Doch die zentrale Frage des heutigen Tages war, woran arbeiten die Angestellten in diesem neuen Labor? Es geht um alles, was mit dem Untergrund, mit der Erde zu tun hat. Wer etwas bauen will, sollte schließlich wissen, wie der Untergrund beschaffen ist. Das geht los über Standsicherheitsgutachten, Baugrunduntersuchungen, Baubekleidung, Bauüberwachung. Das sind also unsere Beratungsleistungen. Wenn es Probleme gibt vor Ort, dann wollen die von uns manchmal auch Lösungsvorschläge. In dem neuen Labor gibt es viele Möglichkeiten, eine Probe zu Leibe zu rücken. Da wird gesiebt, zerkleinert, gekocht und manchmal auch verdichtet. In diesem Fall soll die maximale Dichte einer Probe ermittelt werden. Und da ist richtig Handarbeit erforderlich. Am Ende müssen sich Baufirmen auf die Ergebnisse der GUB verlassen können. Meistens gibt es gewisse Vorschriften, die der Boden einzuhalten hat. Die gibt es für jede Baumaßnahme eigentlich. Die gibt es durch Normen, Vorschriften, die sind eigentlich generell gültig für alles, so im Allgemeinen. Und dann
fangen wir an, das zu prüfen auf diese ganzen Eigenschaften, ob die die Vorschriften einhalten. Und wenn nicht, dann müssen wir uns was überlegen. Dann gibt es entweder Vorschläge zum Bodenwechseln, also sogenannter Bodenaustausch oder Stabilisierungsmaßnahmen oder je nachdem, was dann den Ingenieuren dann noch einfällt. Das ließen sich die Besucher heute Nachmittag natürlich alles genau erklären. Am Rande der Veranstaltung hat GUB-Geschäftsführer Dietmar Griesel auch noch verraten, in welchen Geschäftsbereichen sein Unternehmen in der Zukunft ebenfalls tätig ist. Wir beschäftigen uns mit alternativen Energien. Das ist natürlich bei einer Geotechnik-Einrichtung wie unserer sehr intensiv die Erde. Also wir betreuen unter anderem die Geothermie-Bohrung, die im Moment in Zwickau stattfindet. Wir betreuen eine Bohrung in Freiberg und wir werden uns also weiter mit alternativen Energien, sind im Moment beteiligt für eine Studie zu den Pumpspeicherwerken in Sachsen. Also die Möglichkeit, Energien zu speichern, nach neuen Gesichtspunkten zu bearbeiten, sodass wir also perspektivisch uns mit den Energiefragen neben den klassischen Dingen beschäftigen werden. Die GUB Ingenieur AG ist also eine klassische Zwickauer Erfolgsgeschichte, die nun schon seit 1991 geschrieben wird und mit Sicherheit noch lange andauert. Über 250 Besucher waren gestern zur Pflegebörse des Jobcenters ins Verwaltungszentrum gekommen. Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft hatte die Behörde dieses Berufsfeld umfassend vorgestellt. Die Pflegebranche bekommt eine immer größere Bedeutung in Deutschland. Am Ende des Aktionstages konnte das Jobcenter 26 konkrete Vermittlungsvorschläge unterbreiten. In diesem Jahr feiert Globus Zwickau sein 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund gibt es immer wieder starke Angebote. Aber auch der kürzlich stattgefundene Schlemmerabend in der Zwickauer Stadthalle stieß auf eine große Resonanz. Eine tolle Idee ist aber auch der gläserne Globus. Hier erhalten die Kunden die Möglichkeit, zum Beispiel einmal die hauseigene Metzgerei zu besuchen. Diese Angebote werden auch gerne von Schulklassen genutzt. Gestern Abend gewährte der Markt erstmals einen Einblick hinter die Kulissen der Globus Trefferia, dem hauseigenen Restaurant. Pünktlich um 18 Uhr hatten sich die interessierten Besucher dann auch alle eingefunden und nahmen an den liebevoll gedeckten Tischen Platz. Die waren natürlich in den Globusfarben dekoriert. Begrüßt wurden die Gäste mit einem Gläschen Sekt durch Ina Gerber. Sie stellte dann auch noch einige Mitglieder ihres Teams vor. Vor allem beim Auszubildenden war zu merken, welche Verbundenheit er schon im dritten Lehrjahr zu Globus aufgebaut hat. Im Großen und Ganzen, ich hätte mir eigentlich für meine Ausbildung nichts Besseres vorstellen können. Und ich bin froh, hier zu sein. Ina Gerber verriet uns vorab, wie das hier mit der Trefferia alles angefangen hat. Also ich habe 98 hier angefangen als Köchin, war dann Stellvertreterin und dann mit dem Ausscheiden vom Herrn Seidel bin ich seit 2000 Gastronomieleiterin. Und dann wurden die Gäste so richtig verwöhnt. Los ging's mit einem Glas Rotwein, welcher eigens für Globus abgefüllt wird. Als Vorspeisen wurden neben einem Cocktail auch kleine Käsespezialitäten serviert. Hierzu erklärte Ina Gerber, dass man den Frischkäse hier täglich selbst ganz frisch produziert. Und dann kam der Hauptgang. Während die Besucher sich den Genüssen kleiner Filetsteaks hingaben, wollten wir von der Gastronomieleiterin wissen, worin die Philosophie der Globus Trefferia besteht. Also wir machen nur Hausmannskost, wir machen auch eigene Rezepte, also wir haben keine Vorgaben, was unsere Köche oder was uns einfällt, das kreieren wir und kochen das dann auch. Und bei den Kunden kommt es sehr gut an, weil wir haben sehr viel Stammkundschaft und die halt das sehr gerne essen. Und nachdem alle ihr Dessert mit einer Tasse Kaffee dann sichtlich genossen hatten, gab es einen exklusiven Rundgang durch die heiligen Hallen der Trefferia. Da es bereits kurz vor 20 Uhr war, gab es natürlich keine gefüllten Töpfe mehr, dafür aber eine blitzblank geputzte Küche. Auch die Kühlräume wurden eigens für die Besucher geöffnet. Und man gewährte uns einen Einblick, wie es funktioniert, dass hier täglich Tausende von Speisen und Getränken in höchster Qualität, also immer ganz frisch zubereitet, an die Gäste des Hauses ausgegeben werden. Nach dem Rundgang staunte so mancher über die ausgeklügelte Philosophie hinter den Kulissen. Und für viele der Gäste steht fest, dass sie auch weiterhin gerne Gäste der Trefferia bleiben werden. Wir sind hier so im Kreis. Wir treffen uns manchmal täglich. Nicht immer, aber weil es uns hier gefällt, wir werden gut bedient,
Das Personal ist freundlich und das Essen schmeckt. Und das ist einfach ein Bedürfnis. Und wir sind Stammgäste im Globus, kann man sagen. Und Sie würden sagen, dass auch andere gerne hierher kommen sollen? Ja, und es ist, vor allen Dingen ist es schön, dass hier jeden Monat mal Tanz ist. Und das gibt uns auch was. Wenn man älter ist, man geht ja nicht mehr so mit der Jugend tanzen. Wir sind jetzt älter und da ist es für uns hier wunderbar. Wenn wir nun auch Ihr Interesse an der Trefferia des Globusmarktes Zwickau geweckt haben, schauen Sie doch einfach mal vorbei und überzeugen sich selbst. Übrigens gibt's hier auch regelmäßig Nudel- und Schnitzeltage. Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat die Krimitschauerin Katrin Leupold mit dem Kinderarche-Oscar ausgezeichnet. Die 43-Jährige nahm die Auszeichnung in der Dresdner Staatskanzlei entgegen. Seit Jahren ist die dreifache Mutter in der landeskirchlichen Gemeinschaft Krimitschau in der Kinderarbeit aktiv und organisiert vielfältige Veranstaltungen. Den Kinderarche-Oscar haben in den vergangenen 6 Monaten insgesamt 21 Sachsen erhalten. 2012 war das internationale Jahr der Genossenschaften. In ganz Deutschland gab und gibt es Aktionen, um auf die große Bedeutung von Genossenschaften aufmerksam zu machen. Auch in Zwickau gibt es eine solche und man kann dabei sogar etwas gewinnen. Einer der Partner der Aktion ist die Friseur- und Kosmetikgenossenschaft. Es handelt sich um einen Adventskalender im Internet. Jeden Tag können die Teilnehmer einen Preis gewinnen und am Ende winkt als Hauptgewinn ein iPad. Im Gegensatz zu anderen Gewinnspielen geht es hier aber nicht darum, Daten der Teilnehmer zu bekommen. Im Gegenteil, die Teilnehmer sollen mehr über die Zwickauer Genossenschaften erfahren. Wir Genossenschaften wollten ganz einfach mal, dass die Zwickauer uns näher kennenlernen. Deshalb der Adventskalender. Sie können halt jeden Tag ein Türchen öffnen. Sie melden sich mit ihrer E-Mail-Adresse an, bekommen dann einen Zugangscode, wo sie jeden Tag mit diesem Zugangscode auf den Adventskalender sich schalten können, können den Tag aufklicken und dort wird es jeden Tag eine Frage geben. Und dann gibt es einen Tagesgewinner. Wir haben alle Genossenschaften zusammen. Die 24 Preise, die sind schon bereitgestellt. Die sind zum Abschicken, stehen die schon da und warten eigentlich jetzt nur noch auf die Gewinner. Aber was ist nun eigentlich eine Genossenschaft? Die große Überschrift des Adventskalenders lautet: Gemeinschaft macht das Leben bunt. Und das trifft schon recht genau die Idee, die hinter einer Genossenschaft steckt. Unsere Friseurgenossenschaft zum Beispiel ist eine sehr große Genossenschaft. Wir sind regional hier der größte Anbieter unserer Branche in der Region. Und wir haben 11 Geschäfte in Zwickau. Das ist auch schon ein kleiner Unterschied zu den kleineren privaten Geschäften. Also ein privater Unternehmer wird jetzt eher weniger 11 Geschäfte betreiben können in dieser Größenordnung. Wir haben ca. 85 Mitarbeiterinnen beschäftigt und alle Mitarbeiterinnen sind Genossenschaftsmitglieder, also auch Eigentümer der Genossenschaft. Die Genossenschaft ist eine sehr interessante Eigentumsform, weil jeder, der in der Genossenschaft Mitglied ist, natürlich auch ein gewisses Mitspracherecht in der Genossenschaft hat. Also wir sind ein Vorstand, wir werden vom Aufsichtsrat eingesetzt als Vorstand. Das sind 3 Vorstandsmitglieder, das ist der Kopf der Genossenschaft. Werden aber auch das ganze Jahr vom Aufsichtsrat, der kann aus 3 oder 5 Mitgliedern bestehen, welche von der Generalversammlung von jedem Einzelnen gewählt werden. Also die Mitglieder wählen den Aufsichtsrat, der uns als Vorstand dann wieder kontrolliert. Und das ist der Unterschied zu einer GmbH. In der GmbH gibt es einen Vorsitzenden, einen Eigentümer. Manchmal sind das auch mehrere Personen oder können mehrere Personen sein. Und bei uns ist es eben so, dass hier der Vorstand und der Aufsichtsrat gemeinsam mit den Mitgliedern Entscheidungen treffen. Auf gut Deutsch, in der Gemeinschaft lässt sich mehr erreichen als nur jeder für sich allein. Der Adventskalender startet in reichlich 2 Wochen unter der eingeblendeten Adresse. Am Sonntag wird auf dem Meraner Friedhof zum Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Organisiert wird die Feierstunde von der Stadt, dem Reservistenverband und der Kirchgemeinde St. Martin. Die Gedenkveranstaltung beginnt am Sonntag 11 Uhr an der Ehrenhalle des Meraner Friedhofs. Werbung.
Unter dem Motto Gemeinschaft macht das Leben bunt schenken die Zwickauer Genossenschaften allen Zwickauern zum Internationalen Jahr der Genossenschaften einen ganz besonderen Adventskalender. Im großen Online-Gewinnspiel winken Preise im Gesamtwert von 1.500 Euro auf die Gewinner. Und der Hauptgewinn ist ein Apple iPad. Sie wissen nicht, wohin mit Ihrem alten Sofa oder suchen preisgünstige Möbel? Wir haben die Lösung. Zwickaus gute Geister helfen Ihnen. Secondhand-Kaufhaus. Das etwas andere Kaufhaus in Zwickau. Hier finden Sie alles vom Möbel über Haushaltswaren bis hin zu Kleidung zu Top-Preisen. Auch Neuware halten wir für Sie parat. Vielleicht sind Sie aber auch auf der Suche nach dem Spielzeug aus Ihrer Kinderzeit. Auch hier verfügen wir über einen großen Fundus. Die Mauritius-Kronkorken-Aktion. Jetzt mitmachen und sich den Mauritius-Löschmeister holen. 100 Winterbier-Kronkorken sammeln und gegen das 7. Original erzgebirgische Räuchermännchen eintauschen. Zwickauer Mauritius. Ein Schluck Heimat. Tolle Preise gewinnen und die Chance auf ein Apple iPad nicht verpassen. Also gleich registrieren unter der eingeblendeten Adresse. Natürlich ist die Abholung Ihrer nicht mehr benötigten und gut erhaltenen Möbel durch uns kostenlos für Sie. Nicht vergessen, Secondhand-Kaufhaus in Zwickau, in der Audistraße 9, direkt neben dem August-Horch-Museum. Weitere Informationen unter www.zwickaus-gute-geister.de. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Damit Sie sicher unterwegs sind. Mit besten Empfehlungen für Ihre Sicherheit. Wir sichern Ihr Zuhause mechanisch und elektronisch, dass Sie ruhig schlafen können. Beratung und Verkauf im hauseigenen Ladengeschäft. Wutzler Sicherheitstechnik auf der äußeren Schneeberger Straße in Zwickau, direkt gegenüber der IHK. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hartstraße wurden gestern Nachmittag zwei Personen verletzt. Ein 25-Jähriger wollte mit seinem Renault ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen und stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Dessen 61-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt, der Unfallverursacher nur leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Auf der Glauchauer Lungwitztalstraße wurde eine 72-jährige Frau bei einem Unfall gestern Nachmittag schwer verletzt. Sie war mit ihrem Renault Twingo zwischen Niederlungwitz und Glauchau unterwegs und hatte in Höhe Bergstraße die Kontrolle über ihren Wagen verloren. In einer leichten Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Kultur erleben, Freizeit gestalten, auch mit uns. Martin und Schwedler, Heimelektronik der neuesten Generation. Perfekter Kundenservice, damit Sie sich entspannt zurücklehnen können. Martin und Schwedler in Steinpleis, Fachhändler für Löwe, Sharp, Panasonic und auch alle anderen Marken. Außerdem Servicepartner für Sky, Serien, Sport, Dokus und vieles mehr ohne Werbeunterbrechung. Martin und Schwedler auf der Hauptstraße 98 in Steinpleis bei Zwickau. Der Erzgebirgszweigverein Zwickau veranstaltet am Samstag seine letzte große Wanderung des Jahres. Treffpunkt ist 9.15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Neumarkt. Die Route führt diesmal unter anderem zum Planitzer Schloss, den Kreuzberg und den Keinsdorfer Bahnhof. Die Strecke hat eine Länge von etwa 10 Kilometern.
Am Samstag vergibt der Meraner Kunstverein gemeinsam mit der Fördergemeinschaft Mehr Merane zum 13. Mal den Kinder- und Jugendmusikpreis. 50 Teilnehmer sind diesmal gemeldet. Den ganzen Tag über gibt es Wertungsvorspiele der verschiedenen Altersgruppen. 19 Uhr beginnt dann im Kirchgemeindehaus das Preisträgerkonzert. Am Samstag findet am Robert-Schumann-Konservatorium der 17. schulische Klavierwettbewerb statt. Ab 9 Uhr stellen 49 Mädchen und Jungen ihr Können unter Beweis. Das Preisträgerkonzert beginnt 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der regionale Sport wird präsentiert von Ihrer Mauritius Privatbrauerei Zwickau. Zwickauer Mauritius, ein Schluck Heimat. Die Eispiraten Krimitschau wollen nach der Länderspielpause nun wieder punkten. Das Team von Trainer Fabian Dahlem hat mit der Rückkehr von Chris Stewart aus der nordamerikanischen Liga NHL weiter an Offensivqualität gewonnen. Morgen empfangen die Eispiraten im Sahnpark den aktuellen Tabellenführer aus Bremerhaven. Am Sonntag geht es dann zum Auswärtsspiel nach Ravensburg. Der Trainer des Judo-Sportvereins Zwickau, Günther Seidler, kann sich über eine ganz besondere Auszeichnung des Landesverbandes freuen. Er wurde für seine 50-jährige Tätigkeit im Judo-Sport mit der Ehrennadel in Gold geehrt. Seidler hatte sich in den vergangenen 5 Jahrzehnten neben seiner Arbeit als Trainer auch als Prüfer und Kampfrichter engagiert. Mit sehr guten Ergebnissen kehrte der erste SC Flamingo von der sächsischen Talendiade und dem E-Kader-Test im Synchronschwimmen zurück. Mit dem 6. Platz in der Gesamtwertung bestätigte Lena Findeklee in Dresden ihre E-Kader-Qualifizierung. Im Jahrgang 2004 konnten Kim Lösnitz, Leonie Leistner, Linda Weiß und Lilly Schweigert die Plätze 1 bis 4 belegen. Nele Gräbel überraschte in der Altersklasse 2005 mit einer sehr guten Leistung. Dafür wurde sie am Ende mit dem 4. Platz belohnt. Werbung. Mal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Rosendörnchen. Die Familienproduktion zur Weihnachtszeit ist am 9. und 10. Dezember im Konzert- und Ballhaus Neue Welt zu erleben. Ja, es ist die Geschichte von Dornröschen. Aber die wahre. Und die ist viel spannender. Erleben Sie eine außergewöhnliche Aufführung. Karten gibt's in allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter 0375 27130. City-Coiffeur Haustein im Herzen von Zwickau steht seit über 40 Jahren für Qualität und Kreativität. Hier fühlen sich die Kunden wohl. Vor allem Eltern können aufatmen. Während sie sich ganz entspannt verschönern lassen, spielt ihr Kind gemütlich in der Kinderecke oder wird selbst ganz relaxed frisiert. Übrigens unter 6 Jahren sogar gratis. Auch reinkommen und drankommen oder kurzfristige Termine sind hier möglich. City Coiffeur Haustein. Familienfreundlich, stilvoll, kompetent. Und alle Schulklassen können die Aufführung von Rosendörnchen am Montag, dem 10. Dezember um 9.30 Uhr erleben. Gruppen ab 15 Personen erhalten sogar Rabatt. Thank you.
Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten, mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Citroën Berlingo Multispace Coolent Sound mit Klimaanlage und CD-Soundsystem schon ab 175 Euro im Monat ohne Anzahlung. Viele weitere attraktive Angebote jetzt bei den Citroën Techno Days. Citroën Kreativtechnologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. Bei uns steht das Barometer auf heiter. Ob natürlich schöne Augenblicke, Tagträume oder Wohnträume. Wir bieten Ihnen Räume für Träume. Vevobau, kleine Miete, ruhiger Schlaf. It's the way back home. Am Freitag bleibt die Sonne meist hinter dichten Wolken verborgen. Regnen soll es aber nicht. Bei Temperaturen zwischen minus 2 und 3 Grad weht ein schwacher Wind aus südlichen Richtungen. Die Aussichten: am Samstag wird es sonnig bei Temperaturen von 0 bis 10 Grad. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, gibt es noch einen Programmtipp. Und zwar einen Programmtipp für das bevorstehende Wochenende. Jetzt in dieser Woche am Dienstag gab es im Neuen Mali einen Vortrag und eine anschließende Podiumsdiskussion unter dem Titel Fankulturen im Fußball zwischen Panikmache und notwendiger Konfliktschlichtung. Eine hochinteressante Veranstaltung und wir haben das Ganze mit unseren Kameras aufgezeichnet und senden das am kommenden Wochenende. Sollten Sie auf jeden Fall mal reinschauen, hochinteressant. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wundervollen Donnerstagabend. Bis morgen. Television Zwickau.